Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, in unserem Landkreis Germersheim herrscht nach wie vor eine besorgniserregende Corona-Lage vor. Die Inzidenzwerte liegen weiterhin nahezu bei 100, sodass die lang ersehnten Lockerungen derzeit hier in unserem Landkreis noch nicht umgesetzt werden können. Wir setzen alles daran, dass die Werte auch bei uns wieder sinken. Das ist nicht besonders einfach, denn mehrere Faktoren erschweren uns die Fortschritte. So gibt es einige Fälle, in denen Arbeiter, die in Gruppen tätig sind und wohnen, die Infektion weitertragen. Aber auch in den Familien zirkuliert das Virus und es wird vom Arbeitsplatz aus mit nach Hause eingetragen. Ich erwarte vom Landkreis, dass die Arbeitsstätten nun wirksamer in den Fokus genommen werden. Zudem gibt es Hinweise, dass sich einige Menschen rund um Supermärkte, Imbissbuden und Geschäfte infiziert haben. Häufig, weil ohne FFP2-Maske und ohne Mindestabstand Freunde oder Bekannte nur kurz miteinander gesprochen haben. Leider beobachtet das Gesundheitsamt, dass auch gerade ältere Menschen wieder mehr zu sozialen Kontakten neigen und dabei die Vorsichtsmaßnahmen weniger genau nehmen. Ich bitte Sie alle sehr herzlich, tragen Sie die Masken und achten Sie auf den Abstand. Dann ist ein Gespräch mit Freunden und Bekannten völlig unproblematisch. Es sind viele kleine Dinge, die dem Virus den Raum zur Verbreitung lassen. Ich bitte Sie alle sehr herzlich darum, die erforderliche Hygiene auch weiterhin walten zu lassen. Eine nachhaltige Verbesserung der Lage erwarte ich durch die Einrichtung kommunaler Testzentren. Die Stadt Wörth am Rhein wird ihr Testzentrum im Badepark Wörth betreiben. Bereits am Mittwoch, den 10. März, startete dort der Probebetrieb. Dabei haben wir Mitglieder der Sozialstation, der DLRG, der Stadtverwaltung und der Feuerwehren getestet. Am Freitag, den 12. März, beginnen wir mit den öffentlichen Testungen. Das Testzentrum wird dann immer montags, mittwochs und freitags in Betrieb sein, jeweils von 17 bis 19 Uhr. Bei Bedarf werden wir selbstverständlich dieses Angebot der Nachfrage anpassen. Um möglichst viele Tests abnehmen zu können, ohne lange Wartezeiten für Sie, haben wir zwei Teststraßen eingerichtet. Eine Teststraße wird als Drive-In für Personen betrieben, die mit dem eigenen Auto anreisen. Eine weitere Teststraße wird für Personen betrieben, die zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem öffentlichen Nahverkehr anreisen. Die Teststation wird betrieben durch freiwillige Helferinnen und Helfer von der Sozialstation, dem DLRG, aus der Stadtverwaltung, aus der Bürgerschaft sowie selbstverständlich von unseren Feuerwehren. Allen Freiwilligen danke ich sehr herzlich für das Engagement. Gemeinsam sind wir stärker als das Virus. Meine Bitte an Sie ist, nutzen Sie die neue Testmöglichkeit. Aber nutzen Sie diese bitte mit Bedacht. Bitte versuchen Sie nicht alle gleich in den ersten Tagen getestet zu werden. Das würde die Möglichkeiten sprengen. Wir werden sicher auch nicht in der Lage sein, die gesamte Stadtbevölkerung komplett dreimal in der Woche durchzutesten. Und bitte haben Sie Verständnis, wenn Sie bei zu großem Andrang auf einen Folgetag verwiesen werden. Entscheiden Sie selbst sehr bewusst. Hatte ich nahen Kontakt zu anderen Menschen und könnte ich dabei infiziert worden sein? Will ich in den nächsten Tagen ältere Angehörige, Vorerkrankte, Freunde und Verwandte besuchen? Falls Sie dies mit Ja beantworten, dann kommen Sie bitte in das Testzentrum. Auch falls Sie unsicher sind und Klarheit erlangen wollen, kommen Sie gerne in unser Testzentrum. Aber bedenken Sie bitte, die Schnelltests weisen eine Infektion nicht sofort und unmittelbar nach dem Kontakt mit einem Infizierten aus. Es dauert in der Regel 3 bis 5 Tage, bis eine Infektion nachweisbar ist. Gehen Sie daher bitte sehr verantwortungsbewusst mit den Tests um.
Die Stadtverwaltung und die Mitarbeiter in der Teststation stehen Ihnen sehr gerne als Ansprechpartner zur Verfügung und helfen Ihnen weiter. Ich bitte Sie auch um eines. Der Test ist kein Freifahrtschein zur Wiederaufnahme des sozialen Lebens, wie wir es zuvor kannten. Da müssen wir uns noch gedulden, bis die Pandemielage besser in den Griff gekommen ist. Es ist immer nur eine Momentaufnahme und schon einige Stunden später nach dem Test kann ein unvorsichtiges Verhalten zu einer Infektion führen. Bitte bleiben Sie auch nach einem negativen Test verantwortungsbewusst. Wenn Sie getestet wurden und strikt auf die Hygienevorgaben achten, haben Sie eine sehr geringe Ansteckungswahrscheinlichkeit. Bitte helfen Sie den Behörden, damit wir alle bald wieder mit Erleichterungen rechnen können. Sollte der Test ein positives Ergebnis, also eine vorhandene Corona-Infektion, ergeben, dann sind Sie rechtlich verpflichtet, sich unverzüglich in häusliche Quarantäne zu begeben und diese konsequent einzuhalten. Sie können über einen noch genaueren PCR-Test überprüfen lassen, ob der Schnelltest korrekt war. Das sollten Sie auch tun, denn obwohl die Schnelltests sehr zuverlässig arbeiten, kann es in sehr seltenen Fällen zu falschen Ergebnissen kommen. Ein PCR-Test kann Ihnen dann zusätzliche Sicherheit geben. Zudem, im Falle eines negativen PCR-Tests, dürfen Sie die Quarantäne vorzeitig beenden. Bitte wenden Sie sich dann an die entsprechenden Stellen zur Abnahme dieses Tests. Die Tests sind für alle unsere Bürgerinnen und Bürger kostenfrei. Sofern Sie einen finanziellen Beitrag zum Betrieb unseres Testzentrums leisten wollen, freuen wir uns aber sehr über Ihre Spende. Dazu haben wir ein Spendenkonto eingerichtet. Sie werden die Daten dazu im Internet und natürlich auch im Amtsblatt finden. Wir haben vom Land Rheinland-Pfalz 6.000 zusätzliche Impfdosen für das Impfzentrum Wörth erhalten, damit hier im Corona-Hotspot Kreis Germersheim die Impfungen rascher erfolgen können. Mit Durchimpfung der besonders gefährdeten Gruppen wird es möglich sein, Erleichterungen zuzulassen und zum normalen Leben, wie wir es kannten, zurückzukehren. Die Orientierung am Inzidenzwert muss dann aus meiner Sicht einer differenzierteren Betrachtungsweise weichen. Die Zahl schwerer und tödlicher Fälle geht mit fortschreitender Durchimpfung der Bevölkerung stark zurück. Auch verfügen unsere Kliniken inzwischen wieder über höhere freie Kapazitäten. Im Gegenzug zu dieser Entwicklung können und müssen wir wieder ein Mehr an Lebensqualität erhalten. Für soziale Kontakte in der Familie und unter Freunden, für kulturelle Impulse, für das herbeigesehnte Mehr an Miteinander in unseren Vereinen, im Sport und bei Veranstaltungen. Sobald die Gefahr schwerer und tödlicher Krankheitsverläufe deutlich sinkt, muss das unverzüglich zu Erleichterungen führen. Zuallererst für die Schulen und die Kindertagesstätten. Die versäumte Bildung muss unter einer gemeinsamen Kraftanstrengung der Eltern, der Lehrer und Lehrerinnen und der Schulträger wieder aufgeholt werden. Gerade schwächere Schülerinnen und Schüler brauchen unsere Aufmerksamkeit, damit Corona nicht den gesamten weiteren Bildungsweg negativ beeinflusst. Es ist mir ein Herzensanliegen, dass wir aufgrund Corona niemanden in der Bildung abhängen und vergessen. Als Bürgermeister sehe ich mit großer Sorge, dass viele Familien am Rande ihrer Kräfte sind. Ich sehe, dass Kinder Schaden an Körper und Seele nehmen. Und ich fürchte sehr, dass viele Bildungsbiografien durch die ungewollten Nebeneffekte der Corona-Pandemie erheblichen Schaden nehmen könnten. Wir haben noch einiges vor uns. Die Stadt Wörth am Rhein als Träger der Grundschulen wird ihren Beitrag dazu leisten. Ich appelliere dringend an alle Eltern. Bitte achten Sie auf Ihr Kind
und nehmen sie auch schleichende Verhaltensveränderungen sehr ernst. Bei Bedarf nehmen Sie bitte die bestehenden Hilfs- und Unterstützungsangebote in Anspruch. Auch in Zeiten von Corona muss das Herz unserer Demokratie weiterschlagen. Am Sonntag, den 14. März, findet die Landtagswahl statt. Viele von Ihnen haben bereits die Möglichkeit genutzt, per Briefwahl Ihre Stimme abzugeben. Wer persönlich am Wahltag wählen möchte, kann dies selbstverständlich und herzlich gerne tun. Die Stadt Wörth am Rhein hat für alle Wahlbüros Hygienekonzepte erstellt. Alle Wahlhelfer haben die Möglichkeit, am Samstag vor der Wahl auf Corona getestet zu werden. Die Wahlkabinen werden nach jeder Benutzung desinfiziert. Zudem erhalten jede Wählerin und jeder Wähler einen eigenen Stift zur Stimmabgabe. Den dürfen Sie danach sogar behalten. Ich ermuntere Sie zur Teilnahme an der Wahl, egal ob per Briefwahl oder im Wahlbüro. Wir freuen uns über Ihre Stimmabgabe. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Ich freue mich riesig auf ein persönliches Wiedersehen. Vielen Dank.